Tja, wir haben so hart daran gearbeitet, unser Overlimit hochzukriegen, damit wir es beim nächsten Bossgegner benutzen können. Piep! Ich war nicht schnell genug. Dann haben wir eben das. Ey! Guy, dreh dich um! Den da! So, jetzt Guy den anderen. Umdrehen! Okay, Guy, dann renn eben weg! Oh, verdammt! Ich. Die Viecher lassen mich nicht zaubern! Zauber. Hier gibt's nichts gezaubert. Nichts Gegnerisches darf hier zaubern. Ja, die Viecher sind gemein. Das Viech hat mich gerade übers Schlachtfeld geschoben. Also welches ist es? Muss auf jeden Fall ins Schiff. Dann nehme ich mir das Schiff wieder mit. Ja, wir departen. Das ist ein bisschen blöd. Ich gucke immer erst auf den Fernseher und sehe depart, yes. Dann gucke ich auf den Bildschirm unten, depart und drucke nochmal yes. Yes, yes, depart, depart. So, dann zeigen wir die Karte. Das müsste da oben bei Grand Coke meiner von den blauen Punkten sein. Das heißt, wir fliegen jetzt erstmal nach Grand Coke. Wir sind über die Brücke geflogen. Da kamen wir von Tartaro Valley raus. Nein, wir sind aus Tartaro Valley raus und dann über die Brücke geflogen, die hinter uns zerstört wurde. Und hinter uns war Grand Coke mal. Ja. Also, Tartaro Valley. Okay, ja. Das ist eine D-Punkte. Ja, das ist auch noch gut, das genügt. Ich wollte noch lange irgendwas gemeint, dass die Verbindung. Jetzt habe ich gerade. Wo zum Teufel, bis ich das Kreuz gesehen habe? Naja, die Brücke, die uns nach Grand Coker geführt hätte, ist ja hinter uns mit eingeführt. Also, die wir hätten zurückgekommen. War. Die ist immer noch in der Nähe, nur ein paar Meter weiter unten. Da passe ich durch. Ich weiß noch nicht, ob das so sinnvoll war. Ja, irgendwie in die Nähe kommen. Dann aussteigen. Monster knubbeln. Das klang jetzt nach Willi. Nach wem? Willi. Das ist doch von der Biene Maya. Ach so. Naja. Wicke Maya. Da ist die Welt weg. Ich sehe, dass die Welt da weg ist. Ich suche einen Weg auf die Insel drauf. Ist die Welt direkt weg. Ja. Ja, wie kommt man da drauf? Dass wir irgendwo einen ganz weiten Weg laufen müssen. Also irgendwo an den Strand und doch ganz weit hinlaufen. Ich sehe nur auf der Karte auch keinen Strand. Nicht viel. So, ich schippe jetzt hier einmal rum. Irgendwo wird schon Strand oder sonst was kommen. Ach, drehe ich Schiffchen. Wir werden uns ja wohl nicht den Fluss irgendwie jagen wollen. Doch nicht. Solange ich da lang fahren darf, komme ich da auch hoch. Oh.
Und alle drehen sich mit und gucken, wo der Strand sein könnte. Der Strand der Strände. Denn diese Insel ist berühmt für ihre Strände. Oder auch nicht. Also nicht für die Sandstrände. Eher für die Steilküsten. Die schönsten Steilküsten in ganz Kimlaska. Wenn ich schon noch beim richtigen Kontinent bin, war mir klar, weil ich den Kontinent immer links von mir halte. Es war eher diese Sache, bin ich bald nicht drumherum gekommen. Ah! Ach, hier Strand! Na toll, geil, du hast die Albion im Baum festgepackt. Glückt das Monster! Eine Ich finde es interessant, dass diese Vögelchen in der Luft abwehren können, ohne dabei runterzufallen. Ja. Wäre es ein Kolibri, meinetwegen in der Luft stehen. Ja, aber der müsste auch dafür mit den Flügeln schlagen. Richtig. Stell die Heizung nochmal an, wir sind hier drin und es wird kühler. Ja, wir haben hier gerade Winter. Tortula greift an. This is not good. Dieses blöde Mann ist eine Storm-Tortoise. Ja, auf Deutsch würde es Tortula heißen. Oh, und jetzt? Ist die was? Nachdem du sie umgedreht hast? Ist aber nicht mehr. Bin ich geheilt? Würde, aber hier ist so ein blödes Viech. Zidim, bidim, bidim. Wir hatten gerade schöne Synchronblocken gemacht. Ja, hin und wieder tue ich das. Das passiert dann versehentlich. Ab und dann drückt sie aus Versehen auf die Abwehrtaste. Richtig. Did someone say Colonel Curtis? Daytime. Ja, lassen wir mal nachziehen. I didn't see anything like a Sephiroth the last time we were here. Da wusstest du noch nicht, wie die aussehen. It was at night. We may have missed something. Oh? Night? In a place like this? Just the two of you? Yeah. Luke! You never told me you and Tyr had that sort of relationship. Du hast nie gefragt. Wait a minute, what are you talking about? It wasn't like that. We got blown out of the manor in Batical and... The very idea is absurd. What are you doing? Come on. Now I'm mad. It was cold. Yes, it was. You sound like you're having fun, Colonel. More than you could ever imagine. You're horrible. Danke. Where it all began. It all started right here, didn't it? Yes. I felt sorry at the time for accidentally involving you. At the time? How about now?
If you had stayed like you were then, I probably wouldn't have felt that way for long. Yeah, I really was a stupid, spoiled brat back then. Back then? And you aren't now? Am I? I wonder. I remember how much I hated it all back then. Thrown out into the middle of nowhere, this annoying girl telling me what to do. But now, I'm glad it happened. If it hadn't been for coming here, I probably would have lived the rest of my life as an idiot. Indeed. Hey, you don't have to agree to me. Ach, Luke, du hättest dein ganzes Leben als Idiot gelebt. Ja. Okay, jetzt suchen wir einen Sephiroth. Also ihr wisst alle, wie die aussehen. Groß, lange weiße Haare, viel zu großes Schwert. Die Leute steht. Was denn? Die Viecher, wir brauchen nur schief angucken, glaube ich, mittlerweile, und die sind tot. Ja. Ja, das waren unsere ersten Gegner, was erwartest du? Eben. Dass sie aufleveln. Nein. Wie denn? You're no match for us. Wir bekommen hier ganz viel ran gerade. Genau. Ich meine, du kannst auch nicht erwarten, dass wenn du als Kind mal eine Katze gesehen hast und die heute triffst, dass die dann stärker ist als du. Katzen bleiben immer gleich. Ja, was? Oh nein. Ja, ich bin gut überrascht. Guy, dreh dich um. Greif das da an. Das da angreifen. Ich hätte so lustig, wie er das auf ihrer Puppe da hochtrippelt. Ja, ich habe dir nie gesagt, dass du irgendwie springen sollst. Also lass es. Nein, Tia, sing. Difference is so obvious. Blood Spirit? Ja, Natalia, kann ich den Blutgeist. Ja, wir sind jetzt Daytime, das sind andere Truhen. Okay. Haben uns die nicht noch gefehlt? Keine Ahnung. Die Kaminchamba? Nee, das ist, die Dinger sind FSCs, was du da gefunden hast. Die, mit denen du deine Arzt verstärken kannst. Oh. Ah, ja, stimmt. Die haben auch lange nicht mehr genutzt, oder? Wir haben drei rote, drei blaue, eine grüne und keine gelbe. Kann ich irgendwas bei Healing Circle Gutes? Keine Ahnung. Geh drauf. Genau, geh mal auf. Rot ist. Damit kann ich es stärker machen. Blau. Okay, grün. Grün, grün. Grün, grün. Standby in. Was hast du denn jetzt gemacht? Den Wackelkontakt war wieder ausgelöst. Oh. Gut, dass wir in keinem Kampf waren. Nimmt der denn jetzt weiter auf? Ja. Sieht man, es blinkt. Und der sagt Recording. Okay. Dann nur kurz das Bild weg. Gucken, ob du dein Center verstärken kannst, wenn du es mal nutzt. Ich nutze mein Center. Ja. Du kannst die HP. Ja. Ich meine, die wäre für dich am günstigsten. Ich nehme dann nochmal einen zweiten Center-Stein. Nee, du kannst immer nur einen reinsetzen, der wird jetzt immer stärker. Also je länger du das Center benutzt, desto mehr Heilcenter jetzt. Also du trainierst dein Center. Okay. Und blau hätte keinen Effekt und ja, grün würde die TP-Kosten verringern. Du kannst jetzt keinen weiteren roten reinsetzen. Nee, die werden jetzt, der wird über Zeit stärker. Du hast zum Beispiel am Anfang mal einen Void Tempest mit roten reingesetzt und jetzt ist Void Tempest irgendwann voll. Okay. Diese Fuchs benutzt zum Beispiel nie Havoc Strike, obwohl sie da was drin hat. Das wurde einfach mal reingepackt. Ja. Irgendwo muss man die Dinger ja hinstopfen. Ich dachte, man sieht an den Zahlen. Willst du auch Leute in die Luft schicken? Mach
ich schon benutzt, aber kannst gerne verstärken. So. Schön. Ich bin sehr zufrieden damit, wenn mein Helix Circle weniger kostet. Das kann, glaube ich, dir aufs Wort ohne Wenn und Aber. Oh nein, es ist ein Viech. Let's go! Und es hatte keine Chance. Ich habe jetzt einfach eine Taste ausprobiert. Ich glaube, ich habe mich gerade aus Versehen noch automatisch gestellt. Das ist ein Lächeln. So, Kat. Ja, so ein Seidenhut ist immer gern gesehen. The difference is so obvious. Ja. Verbrennt das Gummi! Okay, Lemon? Ja. Ein uns unbekannter Weg! Mitten im Tatahu-Tal. Really? Ja, toll. Und die starken Gegner überkreuzt gehen nie über diesen kleinen. Nein. Die sind was anderes. Diese Jade Sauer ist Splash. What's that monster called? Buffy. Huh? I thought it'd be cute. Buffy? Fluffy. 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 Ja, müsst ihr jetzt wieder mit leben. Ich greife alles an, was nicht frei auf den Bäumen ist. Guck mal, die kann ich mir anscheinend schon. Ja. Well, you did your best. Die sind aus Samen entstanden, die über den Fluss getrieben wurden. Willst du jetzt angreifen oder nicht? Schon, aber er hat dasselbe Problem wie die Fledermäuse. Don't get sloppy. Wir sind zu klein. Oh, viel besser. Erst hat das Viech mich angegriffen und dann hab ich's nicht getroffen. Oh, das klingt so ein bisschen nach, ich spiele mit Colette. I'm not good at holding back. Cyclone Shot. This looks like fun. That's right. See ya. The difference is so obvious. So ein bisschen leid tun sie mir ja schon. Ja. Nur so ein bisschen. Der tut mir gleich nicht leid. I'll destroy you! Habt ihr gut vorgetötet? Ja. Wollte ich nur mal gesagt haben. Wir hauen alle auf alles drauf, was uns als Gegner unter die Nase kommt. Was du als Gegner deklarierst in dem Überraschung! Das wollte ich nicht! Kein Problem! Ist da was?
man theoretisch mal gucken, wie viel die... Ja, aber anscheinend haben sie die irgendwie davon abgehalten. Wahrscheinlich habe ich es geworfen, während die Dinger gestorben sind. Das kann gut möglich sein. Und jetzt können wir uns auch angucken. Ja, hier, wir Keyring Circle, los! Geil, nicht drüber springen! Hier, das ist zwar super, aber. Hier, ich nehme alles zurück, mach weiter! Was hast du gelernt? Enhanced Cast. Ja, was hast du gelernt? Ich denke mal, das macht Magie besser. Würde er gleich nachgucken. Es wird kaum die Darsteller verbessern. Enhanced Cast. Was? Ich habe Luke gestrichen. What's wrong, Ennis? That's a legendary blue gorgon hot swallowtail. Nein, das ist ein Heilspeicherpunkt. They're worth 4 million gold apiece. Hey, Ennis, you're going to trip. Please, stop treating me like a child. She's going to trip. Ennis! Guy? Tear? Guy? Thanks. I didn't really... But Guy, you... I wasn't scared. Congratulations, Guy! That's great! Hey, ich hatte keine Angst, aber ich! I'm proud of you. Even with your past, if you hadn't saved Ennis just then, I'd have lost all respect for you. Nun selbst hast du nichts getan. Wollte ich gerade sagen, sie hat sie auch ihren I'm really glad you weren't hurt because of me, Ennis. I'm a little moved. Guy was a Malkuth aristocrat. He probably has a fortune set aside in the Imperial Treasury. Guy, you can propose to me anytime. I think I'll pass. Guy nicht will. Ja, komm. Fledermaus. Wind, Flattervieh. Ja. Zauberzeit runter. Da muss man das Wissen auf dich einwenden. Sicher. Also, Jade, wenn du ins Overlook gehst, war das der falsche Zauber, um es zu aktivieren. The cute guy is a nice guy. That was surprising. One would never think he was afraid of female contact. I never imagined he would change so much with his memory back. Perhaps his fear was so hard for him because he didn't know what caused it. Yeah, I really need to thank him. Hopefully he'll be able to slowly get over it. Yes, I hope so. He might even be a lot closer after the little event. Let's see. Oh, Guy! Huh? What is it? Nope. I guess not. I'm hungry! Is anyone else getting hungry? Yes, indeed. I'm starved! Somebody make something. Not me, my cooking is any good. Well, I don't like cooking. I'm either. So hungry, I don't have energy to make anything! All this arguing isn't filling your stomachs. Koch me! Nach dem Kampf! Nimm nur einen Speicherpunkt, nur falls was beim Wackelkontakt kaputt gegangen ist.
war die ganz dezente Aufforderung. Du hast lange nichts mehr gekocht. Ist doch nicht nötig. Wir sind zu gut. Eben. Guck mal, uns geht es super. Perfekter Zeitpunkt, um das zu demonstrieren. Ja. Dachte ich mir doch nur nach der Heilung. Wollt ihr euch mal entscheiden? Ich hab überhaupt nichts gemacht! Level up! Level up! Oh, ich hab schon wieder vergessen zu kochen. Kiste! Hab ich gesehen. This looks like fun. Drop! So, ich habe in meinem ersten Spieldurchlauf nicht vergriffen, wie ich an diese Truhen komme. Man kann offensichtlich auch ohne den Inhalt schaffen. Ja. That cry. It's a Unicerus. The sacred animal that appears in ancient Hispanian myth? Nein, ein anderes. If we catch it, we could get at least 50 million gold easy. Unicerus like clean air. If you take one to a city, it may die. Oh. He sounds like he's suffering. Suffering? Why? Luftverschmutzung. Oder es hat sich ein Stöckchen in den Huf getreten. Es ist weggesuffert. Something's coming. It's behind us. Ah! Are Unicerus violent? Not at all. They're supposedly really gentle. They never attack people. Dann geht man armt mit dem. Let's knock it unconscious and take a look. Alle stehen am Rand, sich auf den Kampf vor und links siehst du Ion ganz gemächlich weggehen. Oh, ich bin da mal weg. Ich feuer euch von hier aus an.